Ja, herzlich willkommen im Stadion, in den VIP-Räumen und alle, die uns sonst zuhören und zusehen, zur Pressekonferenz am zweiten Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga. Arminia Bielefeld gegen den FSV Frankfurt, Endstand vor 17.207 Zuschauern, torlos 0:0. Neben mir die beiden Cheftrainer Thomas Oral und Norbert Meyer. Und natürlich hat auch in dieser Saison zuerst immer der Gast das Wort. Herr Oral, bitte. Ja, erstmal guten Tag allerseits. Ja, eigentlich ist es schnell und kurz zusammenzufassen. Fakt ist, dass wir dieses Jahr mit einer veränderten Mannschaft wieder ins Rennen gehen. Wir haben letzte Woche ein Spiel gehabt, das uns unheimlich viel Kraft gekostet hat. Meine Mannschaft hat, denke ich, gerade was in der Regenerationsphase, das nicht so verkraftet, wenn ich das als Fazit mitnehmen kann. Nichtsdestotrotz sind wir hierher gefahren, hatten schon das Ziel, hier auf einen Dreier zu spielen, wollten auch etwas offensiver agieren. Wir haben umgestellt auf ein 4-1-4-1, dass wir besser in die zweite Reihe des Gegners kommen. Aber klar war auch, dass wir auf einen Gegner treffen, der mit viel Euphorie wieder als Aufsteiger hier auf der Alm natürlich die Punkte daheim behalten wollte. Und deshalb konnte man sehen, dass doch der Gegner auch Respekt hatte, gerade am Anfang. Die erste Halbzeit war durchwachsen, beide Mannschaften haben sich abgetastet. In der zweiten Halbzeit wusste ich, dass es dann ein bisschen schwieriger für uns wird, weil sie dann doch auf ihr Heimtor spielen und die Zuschauer mitgehen. Nichtsdestotrotz denke ich, von der Klarheit der Torchancen her hatten wir doch mit dem Eckball in der ersten Halbzeit und auch mit dem Freistoß-Lattentreffer die klareren Chancen. Die Mannschaft hat nach hinten hin sehr diszipliniert gespielt, aber nichtsdestotrotz war es im Offensivspiel für mich heute ein Tick zu wenig, wo ich sage, da ist ein Ansatz, wo wir unbedingt verbessern müssen, wo wir viel mutiger Fußball spielen müssen und natürlich auch unsere Ballsicherheit viel besser ausspielen können. Aber die Arminia hat eine Einheit, die natürlich auch in den letzten Monaten gereift ist und mit dem Aufstieg natürlich auch was Sensationelles wieder geleistet hat. Und deshalb wusste ich, dass es kein leichtes Spiel für uns wird, gerade nach dem Auftaktspiel gegen Leipzig. Man muss mit dem 0:0 zufrieden sein, weil am Ende des Tages war es dann doch ein gerechtes 0:0. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Oral. Dann reicht das Wort weiter an unseren Cheftrainer Norbert Meyer. Ja, ich denke auch, die erste Halbzeit war eine viel zu lange Abtastphase. Obwohl wir da auch schon zwei Möglichkeiten durch Görlitz hatten, wo er, denke ich, zumindest das Tor treffen muss. Dann mit dem Rückpass beim Eckball von Flo Dick auf Christoph Hemmlein. Aber insgesamt war es ein Spiel, ja, was auch mich so nicht zufriedengestellt hat. Wobei wir immer wieder sagen müssen, wir werden nicht den offenen Schlagabtausch hier über 90 Minuten suchen können. Wir müssen unsere Ordnung haben. Zweite Halbzeit war es spielerisch viel, viel besser. Natürlich gab es den Freistoß, den Goller, glaube ich, war es, auch sehr, sehr gut ausgeführt hat. Das musst du aber haben, dieses nötige Quäntchen Glück. Aber nach vorne haben wir auch wirklich Möglichkeiten gehabt. Christian Müller macht es einmal richtig gut, lässt den Innenverteidiger lässt ihn stehen und geht dann aber noch nicht weiter Richtung Tor, sondern schießt schon viel zu früh. Oder Klos macht alles richtig, täuscht einen Schuss an, geht nach innen und kriegt dann den Ball nicht Richtung Tor. Das sind so Dinge, die musst du dann in der zweiten Liga auch nutzen. Ne, so, wie gesagt, vom Engagement her in der zweiten Halbzeit hat mir das Spiel viel, viel besser gefallen. Wir haben insgesamt da wenig zugelassen, hatten, denke ich, viel mehr Spielanteile. Aber gut, der Freistoß kann reingehen, sodass wir uns schiedlich-friedlich 0:0 trennen. Danke. Ja, vielen Dank. Dann ist jetzt wie immer die Möglichkeit, Fragen an beide Cheftrainer zu stellen. Wenn es Fragen gibt, bitte ich um das Handzeichen. Herr Oral, die Auswechslung von Herrn Engels, war die taktischer Natur oder hat der Junge sich verletzt? Nein, ich war allgemein mit der Offensive gerade in der Anfangsphase nicht zufrieden. Wir haben zu viele, die Abstände waren zu groß. Wir haben das nicht so gemacht, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich wollte dann wechseln, weil ich dann die Seite noch mal ein bisschen dichter, die beide Seiten dichter haben wollte. Und deshalb musste dann einer in den sauren Apfel beißen. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht so. Dann kann ich noch sagen, dass Nürnberg gegen Heidenheim 3:2 gespielt hat, Kaiserslautern gegen Braunschweig. Die spielen noch heute Abend und wir sehen uns wieder hier nächste Woche Montag, also am 10. August im DFB-Pokal. Erste Runde gegen Hertha BSC. Unseren Gästen eine gute Heimreise zurück nach Frankfurt und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ciao. Dankeschön.